Bloody Games. Und IPIX Creating Worlds. Yeah. Für das beste Spielerlebnis bitte mit Sound spielen. Klar, machen wir. Mit Sound sogar. Geil. Entertainment präsentiert. Wuhu. Und damit ein herzliches Willkommen, Leute, zu Dark Parables, die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler unter Schloss und die böse Königin und ihr grüner Spielball. Ja, das ist der Titel. Nein, Quatsch. Ist eigentlich nur die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler. Ich finde den Titel sehr, sehr lang. Ich freue mich schon, das bei YouTube einzutippen und dann steht da irgendwie, mehr Zeichen gehen nicht. Im Originalen heißt es auch eigentlich The Little Mermaid and the Purple Tide. Keine Ahnung, warum die das daraus gebastelt haben, aber kann man ja mal machen. Ja, ich freue mich sehr. Das müsste der eventuell 8. Teil der Dark Parables Spiele sein. Und ich habe sehr lange gebraucht, um jetzt endlich mal das nächste Weekend-Game zu spielen. Deswegen hoffe ich, dass ihr euch genauso freut wie ich. Endlich mal wieder ein Wimmelbild-Spiel und dann auch noch Dark Parables und der nächste Teil und mehr Jungfrauen. Ich liebe mehr Jungfrauen. Spiele, Bilder, Geschichten. Und habe erst vor kurzem die kleine Meerjungfrau geguckt, diesen ganz, ganz alten Schinkenfilm aus... Jugoslawien, glaube ich. Ein jugoslawischer Film. Keine Ahnung, ob ihr den noch kennt. Die kleine Meerjungfrau. Sehr trauriger Film. Furchtbarer Prinz. Erst verspricht er ihr alles und dann nimmt er doch eine andere. Im Original ist die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen nämlich auch überhaupt nicht so schön wie Ariel, die Meerjungfrau aus dem Disney-Film. Aber das mal so ganz nebenbei. Deswegen bin ich sehr gespannt, was in dieser Geschichte vorkommt. Ob sie auch eher so traurig schön wird oder was sie da aus anderen Märchen wieder reinfriemeln. Das machen sie ja gerne bei Dark Parables, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe die Kamera von mir wieder unten links hingepackt. Ihr seht mich mal wieder. Hallo übrigens. Ich hoffe, dass sie an der richtigen Stelle ist, weil in den Wimmelbildspielen ist sie irgendwie immer im Weg. Egal, wo man sie hinpackt. Also vielleicht ist sie irgendwann auch eines Tages oben rechts oder unten rechts oder keine Ahnung. Mal gucken. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Ich freue mich sehr. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, die Soundeinstellungen sind gerade in Ordnung, weil wenn ich mit Kamera aufnehme, wie ihr wisst, dann schneide ich nicht Ton extra. Das heißt, ich muss alles immer voreinstellen und kann das nicht zwischendurch irgendwie anpassen oder so. Kann es halt nur lauter und leiser machen. Ich wünsche euch viel Spaß und bin sehr gespannt. Es ist die Sammleredition. Wir freuen uns also auch am Ende des Hauptspiels auf ein Bonuskapitel. Ihr kennt das ja schon. Los geht's! Tipp und überspringen, laden sich schnell auf die Plätze. Zwangloses Spiel, an dem jeder Spaß hat. Normal. Schwierig. Tipp und überspringen laden sich sehr langsam auf. Es gibt harte Strafen für wahlloses Auswählen. Es gibt kein hilfreiches Glitzern und Funkeln. Karte zeigt keine interessanten Bereiche und es gibt keine hilfreichen Meldungen. Also wird es schwierig jetzt haben oder nicht?
Dann noch variabel. Erstelle deine eigene Schwierigkeitsstufe. Basisanleitung am Anfang des Spiels anzeigen. Funkeln auf Wimmelspiel. Ziele auf der Karte anzeigen. Kontext muss hilfreiche Nachrichten. Das so individualisieren finde ich ja auch ganz cool. Gibt's dann? Leicht, mittel. Wir können das ja mal hier so auf Fehlerstrafe schwer. Wir kriegen jetzt immer einen richtig rein, wenn wir das nicht ordentlich machen. Oh, die Aufladezeit finde ich aber cool, wenn die nicht so lang ist. Glitzern auf aktiven Bereichen alle 4 Sekunden. Alle 6 Sekunden. Komm jetzt, ne? Aufladezeit für überspringen. Na, überspringen. Ja, das machen wir mal. Also wenn ich überhaupt überspringen will, dann will ich es auch schnell können. So machen wir das jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob das gut ist. Du kannst während des Spiels die Schwierigkeitsstufe ändern, indem du unten rechts in die Ecke die Scheibe im Menü ist. Das ist ja super, dann können wir das ja eh noch verändern. So. Jetzt wird gewimmelt. Mit schwerwiegenden Fehlerstrafen. Fortfahren. Detective, yesterday, a fisherman witnessed a purple tide flowing toward the shore. This tide killed everything in its path before washing ashore, flooding the local village. The village elder claims this phenomenon happened once before, centuries ago, but nowhere near as intense. Something dark is brewing under the sea. There have also been several sightings of mermaids in the area, and villagers are whispering tales about the legendary sunken kingdom of Prasino. Your mission is to locate the source of the purple tide and put a stop to it before it strikes again. Zwei Stunden später, Insel Kreta, Griechenland. Eine Meerjungfrau! Ich habe sie entdeckt! Möchtest du das Spiel kurz erklärt bekommen? Du kannst jederzeit beenden, indem du ohne Anleitung auswählst. Wir wollen das nicht. Das war nah dran! Was war das für eine Kreatur und wieso hat sie mich angegriffen? Wir wissen es nicht. Und wir sind wieder mal der Detective. Wer auch sonst? Oh, eine kleine Krabbe. Oh, diese kleinen putzigen Dinge. Ich habe sie schon wieder voll vermisst, ne? Also wenn man hier so Evil Within und sonst was spielt, dann muss man auch mal einen kleinen Ausgleich kriegen. Ich kann hier überhaupt schon wieder nicht hinter mich gucken. Das ist ganz schlecht. Ich sehe das schon kommen, dass die Kamera nach oben verfrachtet wird. Ich kann ja nicht mal die kleine Krabbe richtig sehen. Oh, das stimmt zwar gar nicht, aber... So, dann wollen wir mit der Meernixe reden. I'm stuck. I can't push this boat off me. Oh, wir helfen dir natürlich, kleine Meerjungfrau. So. Ich habe ein neues Ziel. Weiß nicht, was da steht. Irgendwas mit dem Boot wahrscheinlich helfen. So, ein Anker. Krabbilein. Toter Fisch, das ist kein gutes Zeichen. Nein, nein, nein. Meister der Gezeiten, neue Aufzeichnungen. Och. Diese Weinranken sind zu sehr gewuchert und blockieren diese Tür. Ich kann in der Ferne das Dorf sehen. Der Tsunami hat eine Menge Schaden angerichtet. Was ist hier so? Hier fehlt was. Ja, das ist nicht. Da kommt schon mal der Anker rein hier. Zack. Ach, schön. Es scheint, als ob eine Furcht bei dem Mechanismus, das Segel dreht, fehlt. So, können wir irgendwie helfen? Nee, wenn ich auf sie klicke, kommt das Boot. Man sagt, dass sich in diesen Gewässern Meerjungfrauen befinden, aber es hat noch niemand eine gefangen. Ja. Aalemblem. Das passt da nicht rein. Kann ich das denn mal reinpacken? Geht ja schon gut los hier. Können wir das Seil hier irgendwie... nicht? Kann nur so ein... Zahnrad da rein? Muss doch noch irgendwas zu tun sein. Ach ja. Geht schon gut los hier. Bestimmt hinter mir irgendwas. Ach. Jetzt
Tsunami. Ja, dann sicheln wir die doch mal weg, hier die Ranken. Ne? Warum mache ich das nicht gleich so? Gehen wir ab in den Turm und lassen die Meerjungfrau da mal sein. Die kann sowieso nicht an Land. Das scheint ein Brief von einem der gefallenen Soldaten zu sein. Wir haben verloren, aber die Meeresgöttin wird uns retten, wenn wir ihren Tempel erreichen. Sie ist die Beschützerin unseres Königs, unseres Landes und Armeen. Durch ihren Schatz wird Praxino in Sicherheit sein. Es scheint, als ob das die Karte der Gegend war und jemand hat etwas auf die Rückseite geschrieben. Da schnappen wir uns doch glatt mal den Fisch. Und hier ist eine grüne Fahne, ob das wohl Freunde oder Feinde von dem Roten Königreich sind. Man weiß es noch nicht. Es ist ein perfekter Abdruck für ein Rosenemblem. Jemand hat diese roten Fahnen mit einem Wappen aufgehängt. Welches Königreich stellen sie dar? Ah, aha. Oh. Diese Gravierung sieht aus wie ein Aalkopf. Können wir das da irgendwie... Ah. Ach so. Meeresfisch. Aalemblem. Passt. Nachdem der Brummen so lange nicht benutzt wurde, funktioniert er noch. Ah, da kommt bestimmt jetzt ein Bild. Ey, dreh durch! Segelbootvorrichtung. So. Neue Aufzeichnung. In Eile. Alter, in Strafe war so. Oh Gott, ja, ich war wieder in Eile. Das geht nicht. So, jetzt muss ich die Ringe, die Zahnräder und das alles hier ansehen. Finde 4 Objekte in 5 Sekunden. Zack, 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 geht das hier wieder los. Guck auch mal hinter mir. Ja, ja, ich bin in Eile. Alles wird eingefroren, schon klar. Das kann man nicht einsammeln? Okay. Was denn noch? Was denn noch? Was wollen wir denn noch? Das da? Das auch? So einen goldenen Ring wollen wir haben. Hier, ich weiß auch nicht. Und da so eine Scherbe oder was? Ich kann das hier nicht so wirklich erkennen. Ah, okay. Das war ja tricky, die war ja unsichtbar quasi, weil sie durchsichtig ist. Ja. Das dann noch? Ist das jetzt hier schon fertig oder nee, das ist fertig. Das wollen wir auch noch, ne? So viele Ringe. So, jetzt fehlt noch dieses komische Ding hier, aber das ist hier nicht. Sieht aber immer so aus. Das da vielleicht? Oder das da? Da, da. Strafpunkte. Hätte gerne einen Tipp. Ah, da ist das durchsichtige Dingsbums. Jetzt fehlt uns aber trotzdem immer noch dieser Ring. Das kann ja gar nicht sein. Vielleicht ist der ganz klein. Und ich suche nach sowas Großem. Der da? Muss mal genau angucken. So grünlich. Vielleicht ist er irgendwo im Grünen. Im Grünen. Es dauert jetzt natürlich mit den Tipps. Weiß nicht, wer das eingestellt hat, echt. Das könnte man noch ein bisschen schneller machen. So, ja, ich finde den Ring gerade nicht. Jetzt gib mir doch mal einen Tipp, Mensch. Wo ist denn der da? Ach, da! So. Bam, bam, bam. Segelbootvorrichtung fertig. Dankeschön. Ist jetzt hier noch was? Es sieht wie eine Tür aus, aber es gibt weder ein Schloss noch einen Griff. Nur ein Wandbild von der Meeresgöttin. Ja, hier ist doch bestimmt noch mehr. Hier mit den Chamäleon-Objekten. Die verarschen einen doch von Anfang an hier. Da muss man ganz genau drauf achten. Ja, ich gehe ja schon wieder. So, ist sie noch da? Anscheinend schon. Wollen wir mal. Wollen wir immer helfen. Sind wir mal so nett. Ziel erfüllt. Thank you for freeing me, but you should leave. This place is too dangerous for landwalkers. Wieso war sie denn jetzt eigentlich gefangen mit dem Boot? Das ist jetzt einfach über sie hinweggedingst. War sie da mit ihrer Fischflosse eingeklemmt? Wer so springen kann, der hätte dir das ja auch... Naja, Kapitel 1. Träume ich hier oder war das eine echte Meerjungfrau? Ja, du träumst.
Kann man erst den Fisch da rein tun? Nein. Zerstörter Weg. Wir sollen hier eigentlich nicht sein, ne? Dieser Weg befand sich für lange Zeit unter Wasser. Ich muss herausfinden, wohin er führt. Ja, das kriegen wir hin. Oh, jetzt können wir hier hin. Es ist wieder dieser Riesenaal. Was will er von mir? Ich weiß das doch auch nicht. Was für bezaubernde Blumen. Ich kann mir vorstellen, was das wohl einst für ein fantastischer Garten war. Ich finde es immer noch schön. Der ist doch immer noch schön. Der weise König Alexandros, Gebieter des Königreichs Prasino, für immer beschützt von der Meeresgöttin. Ja. Diese sehen wie Brunnenbedienteile aus. Vielleicht bekomme ich das Wasser wieder ins Laufen. Vielleicht. Ich finde besser die fehlenden Stücke. Hier, einen Fisch haben wir doch schon. Da. Kriegen wir dafür was direkt? Kleine Belohnung? Nein. Keine Belohnung. Da war ich gerade dran. Da muss ich nicht wieder hin. Ein wahrlich schöner Brunnen. Funktioniert aber nicht. Ob ich ihn wohl reparieren kann? Ja, mit den Dingern halt, ne? Na gut. Ich habe noch kein Chamäleon-Objekt gesehen, ne? Oder ich bin ein bisschen blindi. Da hinten ist jemand. Können wir hier die Vasen mitnehmen? Hier? Noch mehr grüne Fahnen. Ich muss mich wohl diesem Königreich nähern. Meister der Gezeiten. Ich habe wieder so ein Zeichen entdeckt. Was haben wir hier? Kleines Seefettchen. Es fehlt eine Sonnenuhr. Ich habe eine. Und jetzt? Einmal ein Buch der Meereswesen und eine Rubinmeerjungfrau. Mhm. Ist denn hier auch so ein Zeichen? Symbol da, ne? Ah, ich muss jetzt mal diesen Mond finden. Okay. Das finde ich gut. Dann wollen wir mal. Ein Tsunami hat diesen wunderschönen Tempel aus dem Wasser gehoben. Doch diese Meerjungfrau hat mich gewarnt, ihn nicht zu betreten. Ich frage mich, warum. Did you see that? What luck to witness the sea goddess's temple rise from the deep. Though I wonder, what could have caused this magnificent structure to rise? The gates seem to be locked, but just think of the treasures waiting inside. Hm, dieser Fremde scheint mich zu kennen, doch mir sagt er einfach nichts. Ja. Sieht wie ein leerer Kronschlitz über den Zacken aus. Ich kann leider meinte mir nichts gerade sehen, das werde ich das nächste Mal ändern. Nein, ich will noch gar nicht zurück, ey. Was haben wir hier? Oh, boah, was ist das? Da ist etwas im Wasser. Und hier ist auch noch was, was wir da rausgefischt haben. Windböscheibe. Na dann. Was haben wir hier denn? Noch mehr dieser Weinranken. Ich weiß, was ich mache. Zack, zack. Alles weg damit. So. Kriegen wir eine Schildkröte. Ach ja, und das ist wieder so herrlich bunt, ne? Ist ja nicht jedermanns Sache, aber ihr wisst ja, ich finde das schön. So, jetzt können wir hier die Smaragdmeerjungfrau sicherlich irgendwie wo reinsetzen. Dann das Seepferdchen. Wo gehört das denn? Hier. Die Vase gehört hier auch hier irgendwo rein. Rubinmeerjungfrau. Hm, Wasservase, Seepferdchen und dann die Schildkröte. Das gehört wohl alles nicht hierhin. Vielleicht dahin, wo die Tierchen waren. Ist hier wieder der Mond irgendwo? So ein da. Haha, 4 von 40. Sehr gut. Yeah. Mondsammler. So, jetzt gucken wir mal. Genau, hier ist die Schildkröte und das Seepferdchen. Schiebe die Scheiben auf die richtigen Positionen, um das Bild zu vollenden. Wähle zuerst die Bildkreise und dann, wohin du sie legen möchtest. Sie werden bei falscher Auswahl zurückgesetzt. Na toll. Ich muss das jetzt erstmal kapieren. Achso, das muss wieder... Okay, dann geht das von alleine wieder so. Mhm. Der könnte doch zum Beispiel da reinpassen. Der? Nee, der passt nicht. Und dann ist der wieder weg, oder was? Nö. Da ist er. Braucht doch so einen Kopf hier. Ihn hier. Nächstes Bild. Nee. Da. Das passt gut.
Das, sind die alle überhaupt mit dabei? Passt das? Nee, das passt nicht. Also doch das. Wo ist jetzt der Arm? Ich sehe diesen Arm irgendwie. Ich suche so einen... Der vielleicht? Tatsächlich. Sah so komisch aus. So, wen haben wir hier? Sie hier? Mit irgendwelchen Ketten. Gefesselt. Wie es scheint. Wer oder was war das? Das hat mich umgehauen. Dasselbe scheint wohl auch mit dem König passiert zu sein. Ja. Und die Animationen sind immer so cool. Hier blinkt doch irgendwas, ne? Nehmen wir das mal mit. Das war's? Der Brunnen fließt jetzt wieder gut. Ich verstehe aber nicht, was ich im Wasser gesehen habe. Ja, das kriegen wir wahrscheinlich noch früh genug raus. Jetzt gehen wir erstmal wieder dahin und setzen da die restlichen Meerjungfrauen rein. Oder nur ein, oder... Fehlen da noch welche? Topas. Topas ist das Gelb? Ja. Windgescheibe. Aber uns fehlt noch eine, ne? Da fehlt noch eine mehr. Eigentlich sogar zwei. Kannst du mal noch mal was dazu sagen? Wieso steht der eigentlich da die ganze Zeit rum? Ja. Können wir da irgendwas rein? Turmkopf, Steinkönigs, Wellen. Das da? Oh, hier so ein kleiner Kolibri. Voll süß. Vielleicht können wir ja hier noch was machen. Ich habe es nur noch nicht entdeckt. Oder wir müssen ganz nochmal zurück. Dann weiß ich nicht, können wir ihm den Kopf wiedergeben? Ach hier, wir können ihm die Krone wegnehmen. Ach so. Wir können jetzt also im Inventar Sachen auch benutzen. Also innerhalb. Das war vorher eigentlich nie so. Ich habe mich mal gefragt, warum das nicht so ist. Ein Wimmelbild. Und damit geht es auch weiter jetzt hier da, Meerjungfrau. Darf jetzt nicht mehr so einfach klicken, oder? Ich mach das doch aber so gerne. Dann hätte ich das vielleicht nicht so einstellen sollen. Das kann man ja noch rückgängig machen. Da. Ich glaube, wir bauen uns hier die Saphir-Meerjungfrau, genau, die Meerjungfrau selber zusammen, wollte ich eh sagen. Hinter mir ist doch bestimmt auch noch was. Da? Nein? Da muss ich leider das Einfrieren riskieren. Oh, hier sind so viele Teile noch. Die fehlen. Ja, was fehlt denn noch? Also, das Seepferdchen nicht? Okay. Dieses Kringeldingel, blaue Teil. So ein rotes Emblem-Ding. Ist das das hier? Ja, tatsächlich. Und dann noch ein kleines grünes. Das ist da. Dann fehlt uns noch ein... keine Ahnung. Ihr seht die Dinger selber. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So ein... blaues Teil, das total getarnt überall sein könnte. Dieses grüne Ding, ist das nicht hier irgendwie zwischen den Pflanzen? Es könnte überall sein. Da ist es aber. Da ist das Blaue, das ist schön. Es fehlt uns nur noch das eine. Das eine blaue Ding. Das hier vielleicht? Oder das da? Ich hole mir mal einen Tipp. Hab mir fast gedacht, dass es irgendwie bei der Flasche ist. Da habe ich auch schon ein paar Mal hingeklickt. Aber irgendwie, ja.
So, dann können wir die ja da jetzt auch einsetzen. Aber es fehlt immer noch eine, ne? Wellenbrecherscheibe. Was können wir denn jetzt mal machen? Tempel der Meeresgöttin und erst riesig. Können wir die hier irgendwie nehmen oder so? Können wir hier noch irgendwas machen? Nein, ich glaube, wir müssen die wirklich einfach nur einsetzen oder das Buch lesen. Kann ja nicht immer recht haben. Vielleicht müssen wir das irgendwie entpacken oder so. Was sagt denn die Karte? Können wir nochmal zurück an den Strand? Vielleicht gibt es ja hier noch was. Genau. Wir waren ja hier noch gar nicht fertig. Ah, vielleicht finden wir hier die andere Meerjungfrau. Was ich gesagt habe. Amethyst-Meerjungfrau und Schildmarke. Und vielleicht haben wir sogar hier noch so einen Mond, den ich übersehen habe, weil ich jetzt erst weiß, wonach ich eigentlich suche. Oder habe ich im ersten Bild schon einen gefunden? Also kleine Krabbe. Vielleicht kann die kleine Krabbe mir ja helfen. Nein, ich sehe hier gerade keinen Mond. Oder ich hatte ihn schon. Ich weiß es gerade nicht. Na gut, dann gehen wir wieder in den Turm. Das ist ein perfekter Abdruck für einen Rosen. Rosen. Wasservase. Schildmarke. Nee. Aber man darf das nicht vergessen, dass hier auch noch was ist, ne? Na gut, dann packe ich mal die Meerjungfrau rein. Und dann kommen wir weiter hoffentlich. Nutze die Puzzleteile, um die Meeresgöttin zu rufen. Die Puzzleteile. Uff. Wo ist denn eins? Eins sollen wir selber irgendwie... Ne? Sollen wir es hier immer wieder anschießen? Oh Gott, der arme König. Jetzt können wir ihm bestimmt eine Brücke irgendwie basteln. Wie denn? Können wir machen? Irgendwie das schmeißen. Kann ich tun. Da, die Wolken können weg. Ah, und dann kommt das Ding hier. Und die Planken müssen gesenkt werden, um den Tempel anzuheben. Ach so. Ja, logisch, klar. Die Planken. Und er schmeißt die Dinger jetzt einfach mal so fröhlich weg. Ah. Da kommt jetzt noch ein Gewicht drauf. So richtig checken tue ich es noch nicht. Jetzt macht er da noch einen. Kannst du die noch mal schmeißen? Das war 1, 2, 3, 4. Das ist mir klar, aber irgendwie kann man das ja hier sowieso ein bisschen random machen, oder? Oder nicht? Nee. Dann schmeißt er sie dahin. Jetzt sind die alle da. Ach so, er hat sich eine Brücke gebaut. Ach so. So. 1, 2, 3, 4 kann ich auch gar nicht mehr drücken. Und wenn ich jetzt hier weiter doof rumklicke, ich glaube, ich muss hier eher im Bild ein bisschen weiterarbeiten. So, das Gewicht ist aber immer noch nicht ganz unten. Hilft sie uns jetzt, die Kettenfrau? Oh Gott. Und er trinkt jetzt, oder? Oh, es war ja schön. Erfüllt. Wow, der Aal ist gefährlicher, als ich dachte. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir gehen durch diese Tempelhallentür im nächsten Part von Die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit dem ersten Teilpart. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.